Das heutige Video wird nicht lang sein, aber das heutige Video ist ein bisschen spezieller, denn ich habe eine Info für euch. Ich wurde vor einem Jahr kontaktiert, ob ich was machen will. Und ich wusste, das ist super, super viel Arbeit, habe es aber angenommen. Und das ganze vergangene Jahr habe ich an diesem Projekt gearbeitet. Und zwar ist es mein eigenes Buch. Ich habe ein Buch geschrieben. Kein Scherz. Der Felix vom Eulogia Verlag hat mich kontaktiert und hat mich halt eben gefragt, ey Philipp, willst du ein Buch schreiben? Du musst die Story schreiben, wir kümmern uns um den Rest. Und deswegen ist das Ganze zusammen mit dem Eulogia Verlag entstanden. Ich habe wirklich das vergangene Jahr fast täglich abends mehrere Stunden an diesem Projekt hier gearbeitet und habe da die ersten paar Monate wirklich keinen Einblick gegeben. Ich habe gar nichts darüber gesagt, denn ich habe mir überlegt, hey, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt komplett packe, weil das ist schon ziemlich viel Arbeit gewesen. Wie gesagt, es waren einige Stunden, wo ich daran geschrieben habe. Und deswegen habe ich euch da nichts von mitgeteilt, denn bei manchen Projekten bin ich einfach mal ruhig und präsentiere es halt eben lieber, wenn es halt eben fertig ist oder ich halt eben weiß, dass es halt eben bald erscheinen wird. Und wo ich persönlich stolz drauf bin, ist, dass das ein Buch ist, was auch in den Geschäften erhältlich sein wird. Er hat mir das so erklärt, dass vielleicht nicht alle Buchgeschäfte dieses Buch hier halt eben haben werden, weil die halt eben auch so eine gewisse Auswahl treffen. Aber hier bei uns im Saarland, in Salön, in Saarbrücken, da wird das Buch zumindest mal sein. Und ich bin mir auch sicher, dass es in anderen deutschen Städten dann im Büchergeschäft zu geben oder zu kaufen sein wird. Man kann es jetzt schon bestellen. Man kann das Ganze jetzt noch bestellen und es wird auch noch vor Weihnachten ankommen. Und wenn ihr vielleicht Kinder habt, die vielleicht noch nicht genau wissen, was sie halt eben machen wollen, dann ist das wirklich eine klare Empfehlung. Wie gesagt, wenn ich nächste Woche sterben würde, da ist mein komplettes Leben drin vertextet. Alle Höhepunkte, alle Tiefpunkte und so ein paar Insights, wie man im Neudeutschen sagt, was halt eben so die letzten Jahre passiert ist und wie das hier alles auch auf YouTube entstanden ist. Ich gebe weitere Informationen, was halt hinter den Kulissen passiert ist. Zum Beispiel der VW-Bus-Ausbau, der basiert auf einer gewissen Story. Ich habe in der Ausbildung nämlich jemanden kennengelernt und mit dem habe ich meinen ersten Roadtrip gemacht. Und das ist tatsächlich der Grund, weswegen ich den VW-Bus damals ausgebaut habe. Und ihr bekommt da weitere Informationen, wo wir dann manche Dinge getan haben, wo man hätte auch eigentlich nicht tun sollen. Das will ich jetzt hier in dem YouTube-Video nicht sagen, das könnt ihr danach lesen. Ich zeige euch mal zumindest ein Bild. Und das ist auch so ein Stichpunkt. In dem Buch sind ganz, ganz viele Bilder, weil das ist nicht nur ein Buch über mich, das ist auch ein Buch über Themen, die ihr halt auch zumindest anwenden könnt. Denn ich beschreibe hier große, komplexe Projekte, wie auch simple Projekte mit Bildern, die ich in den vergangenen Jahren gebaut habe. So das Kernthema von diesem Buch ist halt eben, dass es ganz egal ist, was du tun willst. Ich gebe dir so eine gewisse Anleitung, wie du auch das größte Projekt umsetzen kannst, wie ich das Ganze angewendet habe, auch zum Beispiel bei dem Blockbandsägenprojekt. Das war ein Projekt, wo ich nicht wusste, ob ich das packe. Und da habe ich halt eben ganz viele Tipps für dich, wenn du vor einem großen Projekt stehst und halt eben nicht genau weißt, wie du das umsetzen sollst. Was mir persönlich wichtig ist, ich habe die ganzen Dinge selbst gemacht, ich habe die ganzen Erfahrungen selbst getan, denn ich bin keiner, der sagt, das kann man so machen, ich selbst habe es zwar nicht gemacht, aber das wird schon wohl gehen. Das sind alles Dinge, die ich selbst angewandt habe. Und wie gesagt, das sind ganz, ganz viele auch private Einblicke, so in meinem Verlauf der letzten Jahre, wie das alles entstanden ist, zum Beispiel da, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Das war auch der eigentliche Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich extrem unzufrieden war. Und da gebe ich halt eben ganz, ganz viele Einblicke. Ich suche mal gerade das Bild raus von dem Kollegen. Das war echt eine harte Story. Das war eine richtig, richtig harte Story. Hier ist mal so ein klitzekleiner Einblick. Wie gesagt, ihr seht, ich habe noch kurze Haare. Und das ist schon alles ganz schön lange her. Teile davon habe ich auch zum Beispiel im Flugzeug auf dem Weg nach Portugal vertextet und da habe ich euch fast gar keinen Input von gegeben, aber an diesem Buch hier ist es halt eben, denn da haben wir eine Treppe gebaut. Ich habe den kompletten Prozess so ein bisschen beschrieben, mit Bildern natürlich, wie wir da halt eben die Treppe gebaut haben. Und natürlich, ich habe hier eine Werkstatt voll mit ganz, ganz vielen tollen Maschinen, aber mir war es auch wichtig, dass ich anhand von Projekten, wo ich das halt eben nicht habe, meine Erfahrungen gesammelt habe und auch Schritt für Schritt gezeigt habe, dass man, egal was es für ein Projekt ist, da auch wieder was dazulernt. Zum Beispiel bei dem Treppenprojekt. Wir hatten gar keine Werkzeuge. Das, was wir an Werkzeug hatten, das war echt totaler Schrott, kann man schon fast sagen. Das waren Maschinen, die waren aus Portugal, die hätte man in Deutschland gar nicht zugelassen bekommen, die wirklich nicht gut funktioniert haben. Wir haben versucht, mit der Hand zu schneiden. Ich habe das alles drin vertextet. Ich habe auch dann so die eigenen Learnings, die eigenen Erfahrungen drin auch nochmal vertextet. Was mich so an diesem kompletten Thema Heimwerken, Handwerken fasziniert. Und das steht halt eben hier drin. Wie gesagt, das ist eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung.
Ich war selbst damals, ich mache das hier mittlerweile, man mag es glauben oder nicht, seit 10 Jahren. Und das sind halt die letzten 10 Jahre, wo ich in der Werkstatt angefangen habe, bin meinen Eltern mehr als nur einmal richtig auf die Nerven gegangen. Das steht hier drin. Und wie gesagt, das ist kein Bilderbuch, aber es ist auch nicht nur ein Text. Wenn man hier mal so durchblättert, sieht man, dass hier immer auf allen paar Seiten dann auch Bilder sind. Da zum Beispiel, ich habe da einen blauen Finger. Ich habe versucht, ein Stromaggregat anzumachen. So viel will ich dazu nicht jetzt sagen, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe abends noch an der Elektronik rumgetüdelt, aber das steht dann hier drin, das will ich hier in dem YouTube-Video nicht sagen. Da sind die Anfänge drin, was ich vor dem VW-Bus-Ausbau gemacht habe, wie ich in einem kleinen Auto gepennt habe. Das steht da nämlich auch drin. Es gibt Input zu meinem Online-Shop, warum das Ganze entstanden ist, warum es den kontoholz.de Online-Shop gibt. Warum ist der entstanden? Das steht hier auch drin. Und was natürlich ganz wichtig ist, es sind Projekte dabei. Es sind Projekte von einem Anfängerprojekt bis auch natürlich so ein paar Drechselprojekte, so ein paar ausgefallene Projekte, Projekte, die man gut verschenken kann. Solche Projekte sind halt eben hier drin. Die, die mich hier schon länger auf YouTube verfolgen, werden auch einige Projekte tatsächlich sehen. Aber darüber hinaus gibt es noch meine alte Facebook-Seite. Viele von euch werden die wahrscheinlich gar nicht kennen. Da habe ich vor, ich glaube, 6, 7 Jahren angefangen, Bilder hochzuladen und habe da regelmäßig Bilder hochgeladen. Ich habe vor Jahren mal ganz viele Schneidebretter hergestellt. Darüber gibt es auch Bilder, die werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht kennen. Aber weil ich mein komplettes Leben hier auf Social Media im Prinzip auf Bildern verewigt habe, habe ich da auch eine tolle Bibliothek, die ich halt hier in diesem Buch zusammengebracht habe. Massivholz. Wer von den ganzen Heimwerkern kennt es nicht? Wie kommt man an Massivholz ran? Ich habe mir damals Massivholz gekauft. Ich habe gesagt, wie man da dran kommt. Ich habe euch beschrieben, was gut ist, was schlecht ist. Wie man etwas suchen sollte auf eBay Kleinanzeigen, um an alte Maschinen zu kommen. Stichwort alte Maschinen. Da habe ich auch ein Bild, das werden auch die meisten nicht kennen. Oder hier als Beispiel. Ich habe mal eine Bandsäge selbst gebaut mit Motorradrädern. Das ist auch schon Jahre her. Ich suche mir gerade das Bild raus. Maschinen, man kann nie genug Maschinen haben. Ihr bekommt darüber hinaus auch Tipps, wie ihr Projektideen bekommt. Nicht nur die klassischen Dinger, die jeder sagt, ich schaue auf Pinterest vorbei. Ich gebe dir tiefere Informationen, was du tun kannst, um Projektideen zu bekommen. Das ist ganz schön viel. Ich suche mal noch jetzt das Bild raus, wo wir die Maschinen abgeholt haben. Wir haben extra einen LKW genommen, weil ich damals eine Schreinerei leer gekauft habe. Da hinten steht ja eine Dickenhobelmaschine und da Abrichte. Die ist von dort gekommen und da ist auch ein Bild. Übrigens, da ist noch eine Tischfräse, die ist auch aus der Schreinerei. Ich zeig mal nur am Rande hier ein Bild. Da ist ein Bild von einem LKW. Der ist voll bepackt mit Maschinen. Diese ganzen Informationen sind hier in diesem Buch drin. Also, wenn ihr euch selbst irgendwie ein bisschen Inspiration auch nehmen wollt, weil, wie gesagt, die letzten 10 Jahre waren ganz schön wild. Ich bin jetzt in der Vollselbstständigkeit und ich bin es immer noch. Ich bin total glücklich mit dem, was ich hier drin mache. Und wie das hier alles entstanden ist, steht halt eben hier in diesem Buch. Ganz, ganz viele private Informationen auch. Und ja, also ich sag mal, das hier ist eins von den Projekten, was mich wirklich stolz macht. Also speziell, weil es halt auch nicht nur in Anführungszeichen ein E-Book ist. Das ist ein ausgedrucktes Buch mit Farbe. Das ist ein schön samtiger Klappentext zum Beispiel. Also schön samtig. Und es ist halt gut. Also wenn ihr noch auf der Suche nach einem tollen Geschenk seid, das ist nicht dieses klassische Heimwerkerbuch, weil ich habe mich in der Bücherei auch so ein bisschen umgesehen. Diese 5 Maschinen brauchst du. Von teuer bis günstig, das sind alles dann irgendwelche Amazon-Produktbilder. Hat mich persönlich gar nicht angesprochen. Das hier sind halt einfach Erfahrungen. Ne? Also ich gebe da ganz schön viel drin Preis. Ich kann mich jetzt Autor nennen. Wissen aber, was auf dem Klappentext nämlich in der Druck steht. In diesem Buch schildert der bekannte Heimwerker, YouTuber und Autor. Ich bin jetzt offiziell ein Autor. Boah, Leck. Ganz schön wild. Haben wir noch irgendwas? Manometer.
Was mir gerade auch nochmal einfällt, wie gesagt, das sind so viele Punkte. Ihr kennt hier diese Werkstatt jetzt wahrscheinlich besser als die alte Werkstatt, die halt eben auch neu dabei sind. Ich habe damals in der Werkstatt angefangen, bei meinen Eltern. Ich beschreibe, wie die Werkstatt damals war, als ich dort angefangen habe. Nur so mal als kleine Information, da waren teilweise keine Wände in der Werkstatt. Ich habe hier was geschliffen und da hat es runtergeregnet und ich habe alles gesehen, weil die Wand offen war. Das steht ja auch in diesem Buch drin. Wie gesagt, wenn ihr euch selbst was schenken wollt, ich wiederhole mich. Also das war ganz, ganz viel Arbeit und da bin ich echt stolz. Also da bin ich wirklich, wirklich stolz. Ist auch übrigens ein bisschen interaktiv, denn ihr könnt die Videos, für die, die mich halt eben noch nicht kennen oder noch nicht so lange dabei sind, die Projekte, die ich hier drin beschreibe und weitere Informationen gebe über das YouTube-Video hinaus, ihr könnt einfach mit eurem Smartphone einen Barcode in dem Buch scannen und könnt das Buch halt eben, ach das Buch, ja, ihr könnt euch das Video dann auch auf YouTube ansehen. Das heißt, das ist nicht nur ein Text, ihr habt zu dem Text auch Bilder. Und darüber hinaus könnt ihr auch zu vielen Projekten euch auch dann das YouTube-Video anschauen. Ihr werdet direkt dahin gelotst und ja, wie gesagt, mir liegt es persönlich so ein bisschen am Herzen, dass ihr, wenn ihr Eltern habt und ihr wisst, dass eure Kinder vielleicht nicht so genau wissen, was sie halt eben machen wollen, da drin ist ein bisschen Inspiration wirklich für jung und alt. Pure Eigenwerbung, aber ich denke, das kann man auch mal ruhig machen. Also, ich habe ein Buch geschrieben. Ein paar ganz besondere Menschen werden übrigens auch ein paar Exemplare davon bekommen. So die ersten 5 Stück, die werden dann noch durchnummeriert, dass die wirklich an die rangehen, die mich persönlich auch so ein bisschen geprägt haben. Denn viele fragen mich auch, Philipp, warum hast du damit angefangen? Steht hier in dem Buch drin, es gibt nämlich eine Maschine, die ich von einem Familienkreis bekommen habe. Und genau wegen der Maschine, die ich in Kindestagen oder im Kindesalter, da war ich irgendwie 12, 13 Jahre alt, weil ich die bekommen habe, ist unter anderem auch hier dieser YouTube-Kanal entstanden. Steht alles hier drin. Da bin ich echt stolz drauf. Es gibt nicht so viele Leute im YouTube Deutschland, im Heimwerkerbereich, die ein Buch geschrieben haben. Ich kenne persönlich keinen und genau, zeigt mal wieder, wenn man einfach so ein bisschen harte Arbeit reinfließen lässt und einige Stunden, also das sind zig Stunden gewesen, wenn man einfach mal ein paar Stunden was macht und nicht allen was sagt, dann kommt sowas halt eben bei raus. Bin ich echt stolz drauf. Also Leute, kauft euch das Buch, es kommt, wenn ihr es euch jetzt bestellt, kommt es noch vor Weihnachten an. Ihr könnt es bei Amazon bestellen. In den Büchergeschäften wird es derzeit teilweise noch ausgeliefert. Das heißt, da ist es nicht sichergestellt, dass es dort schon ist. Ihr könnt einfach auch bei Amazon Philipp Konter eingeben, da findet ihr das Buch. Oder schaut unten in die Videobeschreibung. Genau. Hin auf den Klappentext übrigens, dein Wegweiser auf der niemals endenden Reise als Heimwerker. Das beschreibt das Buch mit abschließenden Wörtern eigentlich ziemlich gut. Und ja. Das soll es gewesen sein. Tschüss.